Ich grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder mit dem Tagesorakel und zwar für den 15. September 2022. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ich werde wieder eine Karte ziehen, entweder springen lassen oder umdrehen. Und wenn ihr gerne eine Beratung möchtet, ja, dann ist das unten unter dem Video eingeblendet. Ich bin auch bei Viversum erreichbar. Ich muss das immer wieder dazu sagen, weil ich kriege immer wieder Anrufe, die sagen, ah, ich habe das gar nicht gewusst. Und wenn ich es erwähne, ja, dann ja, wird es halt gehört natürlich. Ja. Also wer Kunde ist dort, einfach mich unter Claudia Engel suchen, beziehungsweise bei YouTube habe ich es jetzt auch drunter verlinkt, unten in der Infobox. Den Link kommst du direkt zu meinem Profil und dann können wir gerne sprechen. So, da hat sich jetzt eine rausgestellt, dann nehme ich die gleich. Schauen wir mal. Was haben wir heute? Die Hingabe. Ja, auch ein schönes, wichtiges Thema. Gib dich dem Fluss des Lebens hin, spüre das sinnliche Fließen. Ja, das ist so ein, ja, Thema. Ich glaube, das ja, brauchen wir alles ein bisschen. Ja, müssen ja alles ein bisschen angeschubst werden, weil hingeben ist in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig. Man ist so, ja, schnell, alles sofort und immer und gleich. Und einfach mal hingeben und auch, ja, warten. Ich bin auch gerade aktuell wieder so ein bisschen in einer Situation, wo ich auf Dinge und Entscheidungen warten muss und einfach durchdrehen könnte, ja, weil ich nicht warten mag, ja. Aber dann denke ich mir, wer weiß, für was es gut ist, ne? Wenn man Leute nicht gleich erreicht, wenn Entscheidungen nicht gleich getroffen werden zu deinen Gunsten oder so, ja. Alles hat einen Sinn, auch wenn das, wie gesagt, manchmal so schwer ist, ja, wenn man eben selber nicht warten will, ne? Oder sich einer Situation hingeben, die vielleicht gerade auch nicht so schön ist, aber es hat immer einen Lerneffekt, ne? Und deswegen, ja, ist das natürlich eine ganz wunderbare, ja, Erinnerung an die Hingabe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und alles Liebe, bis zum nächsten Video. Tschüss, Baba.